Leute, grüße euch zum neuen Video. Heute geht es mal wieder um Parkside-Werkzeug und zwar um diesen riesengroßen Steckschlüsselsatz, dieser da 14-teilig daherkommt. Ich denke, sowas werden einige von euch gebrauchen können. Wenn das so ist, dann solltet ihr jetzt dranbleiben. Ja, vom Parkside gibt es ja mittlerweile unzählige Steckschlüsselsätze in allen erdenklichen Größen. Wir haben irgendwie ein Viertel Zoll, halb Zoll und wir haben 3/8 Zoll. Dieser Koffer hier kommt erstmalig jetzt in 3/4 Zoll Größe zu euch. Das ist natürlich dann entsprechend groß und ihr habt auch entsprechend große Nüsse dann hier zur Verfügung, nämlich 10 Stück in den Größen 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46 und 50 Millimeter. Der ganze Koffer, der hier so steht, der wiegt sage und schreibe schon 10 Kilogramm. Also da müsst ihr ordentlich was transportieren. Euer Postbote muss dann auch ordentlich was transportieren. Wir haben das Ganze in der Qualitätsstufe Chrom-Vanadium-Stahl. Es ist so ein robuster Koffer, kann man sagen, drumherum, sodass alles schön beisammen bleibt. Eine Ratsche ist natürlich auch mit dabei. Die ist jetzt nicht so wirklich fein verzahnt. Ich denke mal, bei diesen Kalibern, da braucht man das auch nicht. Die hat 24 Zähne mit Schnelllösefunktion. Wir haben eine Verlängerung von 20 cm dabei und eine Verlängerung von, sage und schreibe, 40 cm. Wir haben einen Hebel mit Gleitstück von der Länge von 50 cm. Und das Ganze ist dann noch mit Lasermarkierung versehen. Ich würde sagen, ich pack's mal aus. Wir gucken uns das mal etwas genauer an. Ja, grundsätzlich kommt der Koffer jetzt erstmal im Parkside Performance Design. Ihr wisst ja, das ist schwarz und rot und hat diese silbernen Farben. Gucken wir mal rein, wie das drinnen aussieht. So, das Ganze ist hier mit so Plastikscharnieren versehen. Das ist jetzt, naja, das ist schon robust, aber weiß nicht, hätte man vielleicht aus Metall machen können. Hier oben haben wir nochmal eine Liste von verschiedenen Schraubantrieben mit einer Gewindereibzahl. Das steht hier hinten mit drin. Wer damit was anfangen kann, kann gerne die Community aufklären. Soweit geht das bei mir dann doch nicht. Ich bin ja mehr der Holzwerker. Aber das ist doch mal was hier fürs Auge wirklich. Habt ihr schon mal so eine Nuss gesehen? Hier 50er. Ich weiß nicht, wo braucht man die beim Fahrzeug? Ich weiß, dass man irgendwie Lenkräder, die sind irgendwie 36 oder sowas, wenn man da die rausschreiben kann. Jedenfalls war das früher mal so. Aber 50, das habe ich bisher so noch nicht gebraucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber bei Landmaschinen wahrscheinlich wird sowas gebraucht. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, wofür man diese 50er vor allen Dingen verwendet. Und was mich auch wirklich interessiert, ist die 41er. Warum ist das eine 41er? Das ist ja nun mal eine ungerade Zahl. Für was braucht man die denn hauptsächlich? Schaut euch dann mal die Verarbeitung an. Die ist ja, die wiegt auch ordentlich, ne? Das muss man ja wirklich sagen. Also ich denke mal, die wiegt jetzt schon fast. Ne, legen wir es doch mal auf die Waage. Gucken wir uns das mal an. So, schauen wir mal, für was haben wir hier eine Werkstattwaage? Ja, 777 Gramm wiegt diese große Nuss. Und ihr seht, wie die hier aufbereitet ist. Die ist hier vorne noch gelasert. Wir haben hier hinten noch eine Riffelung mit dran, damit man, wenn man ölige Hände hat, das auch besser halten kann. Hier ist das Ganze etwas eingetieft, sodass man mit der Ratsche da schneller in das Loch hineinfindet. Die Ecken sind hier nochmal außen nochmal aufgebohrt, damit sich da kein Staub oder kein Dreck oder keine Schmiere drin sammeln kann, beziehungsweise damit man das dann auch besser sauber machen kann und ihr auf jeden Fall in der Arbeit nicht gestört seid. Das ist hier an den einzelnen Ecken nochmal so fortgesetzt. Auch die sind nochmal so eingekerbt und ihr seht diese Flanken hier, die krümmen sich so ein bisschen nach innen. Das hat dann damit zu tun, wenn ihr eine Schraube habt oder eine Mutter habt, dann wird die Kraft auch auf die Flanken der Schraube oder der Mutter verteilt und dann habt ihr das Drehmoment da drauf liegen und nicht auf den Ecken. So könnt ihr dann natürlich schwieriger irgendetwas rundorgeln. Ja, auch diese Oberfläche ist hier nochmal so ein bisschen vertieft. Wenn ihr das dann irgendwo aufsetzen wollt, dann findet das auch schneller ins Ziel. Mag man glauben, mag man nicht glauben, aber das ist nun mal so. Gucken wir uns mal hier die kleineren Teile an. Ja, das ist natürlich sowas, das kennt man schon. 70 Euro kostet der Koffer derzeit bei Lidl im Onlineshop. Ich verlinke ihn euch unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch dann auch den tagesaktuellen Preis abrufen. Natürlich sein, dass das irgendwann mal billiger wird oder mal ein bisschen teurer. Kann auch mal sein, dass das ganz vergriffen ist. Dann einfach das Video hier auf eine Playlist setzen, das Ganze Wunschliste nennen und von Zeit zu Zeit mal reinschauen. Und dann werdet ihr sicherlich irgendwann fündig.
Ja, 70 € ist in Anbetracht der Menge, was hier vorhanden ist, nicht wirklich viel. In der Regel kosten das schon die Ratschen. Und ich war letztens im Baumarkt, habe mir irgendwie eine 36er Nuss gekauft dort. Die war von Proxon, die war ein bisschen teurer. Ich glaube, die hat irgendwie 11 € und 12 € war dafür ausgelobt. Und wenn man das dann hier mal hochrechnet mit der Anzahl der Nüsse, dann seid ihr alleine dann, wenn ihr die Nüsse einzeln kaufen würdet, schon wesentlich teurer. Und hier bekommt ihr noch Ratsche und die ganze Verlängerung und alles noch gleich mit dazu und habt das alles hier im handlichen Set. Also wer sowas gebrauchen kann, für denen ist das sicherlich was Richtiges. Und dann schauen wir uns mal hier diese kleine Verlängerung an, die kurze Verlängerung. 20 mm steht jetzt hier drauf. Warum steht da 20 mm? Das müsste doch eigentlich 200 mm heißen. Das sind doch 20 cm. Hat man das etwa falsch beschriftet? Ja, also 20 mm sind wir uns einig. 20 mm wären ja eigentlich nur 2 cm, aber von der Qualität ansonsten genauso gearbeitet wie die einzelnen Nüsse auch. Das Ganze ist hier auch nochmal mit so einer kleinen Kugel dann gesichert. Das hat einfach damit zu tun, ich zeige euch das hier mal bei dieser wuchtigen Ratsche. Schaut euch die mal an. Die können wir auch mal messen, wie lang die ist. Die hat dann bestimmt schon 50 cm. Jo, 52 sogar. 52 cm lange Ratsche. Und die hat also wirklich Gewicht nach vorne. Vielleicht auch, wenn ihr Schiffe baut oder sowas, da könnt ihr sowas natürlich auch super gebrauchen. Hier wollte ich das euch mit der kleinen Kugel nochmal zeigen. Wenn ihr hier diesen Release-Button drückt, ihr kennt das auch bei den kleinen Ratschen, ist das so, dann kommt hier kleiner Stift oben raus und dann fällt die Kugel so ein bisschen nach hinten. Das ist natürlich dann dafür da. Setzen wir das hier mal auf. Ihr seht, die ist ja in allen Ecken dann auch nochmal, wenn ihr innen schaut, ist die nochmal so gelocht oder eingekerbt, sodass die Kugel dort eingreifen kann. Ihr bekommt das nicht aufgesteckt, wenn ihr hier nicht diesen Release-Button drückt. Wenn ich den drücke, fällt die Kugel rein und ich kann das Ganze dann hier adaptieren. Und der Vorteil ist, ich kann das auch nicht abziehen. Wenn der Schlüssel jetzt irgendwie mal runterknallt auf dem Asphalt oder so, dann fliegt euch nicht die Nuss ab und fliegt unter das Auto oder so. Ihr müsst sie dann mühevoll aufsammeln. Dann braucht schon einiges an Energie, dass diese Nuss hier abfliegt. Und wenn ihr die wieder abmachen wollt, also das hat jetzt wirklich Gewicht, muss ich echt sagen. Wenn ihr das wieder abmachen wollt, einfach hinten drauf drücken und schon ist das Ganze wieder ab. Wir können die ja auch mal wiegen. Gucken, wie ich das hier hinkriege. Ich stelle die einfach mal so hochkant drauf. Die wiegt schon 2,5 Kilogramm. So, Rechts-Links-Lauf ist natürlich hier obligatorisch. Das ist auch hier ordentlich verarbeitet, sodass das hier nicht automatisch irgendwie auseinanderfliegt oder sich umstellt. Der Zwei-Komponenten-Griff wirkt hier so ein bisschen popelig dran, muss ich wirklich sagen. Der ist aber gummiert an den roten Stellen und das andere ist hier aus Hartplastik. Aber der könnte von mir aus sogar ein bisschen länger sein oder hier vorne nochmal eine Gummierung dran. Denn solche Sachen, die nutzt man ja wahrscheinlich auch mal zweihändig, zumindest zum Ansetzen. Und wenn ihr in einer kalten Werkstatt arbeitet und ihr schon mal gegen kaltes Metall gefasst habt, dann wisst ihr, was es mit Isolierung so auf sich hat. Dann haben wir noch die große Verlängerung mit dabei. Da steht auch 20 mm drauf. Sind denn 3/4 Zoll 20 mm in der Umrechnung? Kann das hinkommen? Wahrscheinlich schon. Ja, dann ist das wahrscheinlich doch nicht falsch beschriftet. Dann soll das einfach heißen, dass hier oben so ein 2 cm großes Loch drin ist. Das würde ja dann 3/4 Zoll in etwa entsprechen, auch wenn das irgendwas mit 19,5 ist. Aber ich denke mal, das wird damit gemeint sein. Ansonsten klärt mich auf, was es damit auf sich haben könnte. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ja, hat natürlich alles Gewicht, ist aber von der Qualität her jetzt nicht zu bemängeln, jedenfalls was man so sieht. Was das natürlich an Drehmomenten aushält, das steht soweit nicht mit drauf. Und dann haben wir hier noch diesen T-Griff mit dabei, wo wir das Ganze dann hier noch mal verschieben können. Und dann könnt ihr das natürlich dann auch so benutzen. Das kennt ihr alles. Hier ist das noch an den Seiten mit einer Kugel abgetrennt. Die könnt ihr nicht hineindrücken. Das ist einfach dafür da, dass das nicht irgendwie rausfällt und dann vielleicht kaputt geht. Also grundsätzlich hat man sich hier auf jeden Fall einen Kopf gemacht und qualitativ das Ganze auch recht gut umgesetzt. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, ob dieses Set auch etwas für euch wäre oder ob euch das vielleicht sogar schon geholt habt. Wenn ja, schreibt wirklich mal rein, für was ihr euch das geholt habt, ob ihr im Landmaschinenbetrieb vielleicht unterwegs seid oder ähnliches. Das fände ich auf jeden Fall wirklich interessant. Und ich denke, das hilft auch der Community weiter, wenn ihr euch in den Kommentaren dort rege dazu mal austauscht. Schreibt mir auch mal rein, wie das qualitativ ist, wenn ihr damit schon richtig gearbeitet habt und da richtig Drehmoment drauf gebracht habt. Ob das Ganze dann gehalten hat oder euch um die Ohren geflogen ist, das finde ich auch noch interessant. Wenn euch das Video ansonsten gefallen hat, wenn es euch Spaß gemacht hat, wenn es ein paar Fragen beantwortet hat oder euch inspiriert hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet und sage bis dahin.